Seid ihr herzlich willkommen. Du hast einen Wunsch. Komm zu mir oder komm zurück zu mir. Und wie geht es weiter? Wie entwickelt sich das alles? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte zeigt dein Gegenwart. Hier handelt es sich um die Arbeit oder eine Beschäftigung. Kann es sein, dass diese Liebe im Arbeitsplatz ist? Das kann auch sein, Arbeit auch sein. Oder du hast deine Sehnsüchte und bist traurig und brauchst gerade eine Beschäftigung. Und deinen Gedanken zeigen hier diese Karten. Dieser Offizier kann dein Herzensmann sein, weil er trägt eine Uniform oder er hat diese Auftreten sehr selbstbewusst. Aber kann auch eine ämtliche Sache auch sein und da muss noch etwas erledigen, was dich auch beschäftigt. Ämtern oder eine rechtliche Lage. Etwas macht dich traurig, hast das Gefühl, es geht nichts voran, alles ist wie im Stillstand. Aber die Hoffnung ist da, mindestens mal was die Liebe betrifft. Und das soll dich innerlich stärken, das Vorstellen, dass du Glück hast in die Liebe und bald kommt zu dieser Begegnung. Dein Herzensmann, sein Gegenwart zeigt hier diese Karte. Er ist sehr verbunden mit der Natur oder bewegt sich in eine spirituelle Richtung. Was diese Karte noch bedeutet, ist die Heilung. Entweder er ist begabt und hat diese schamanische Heilenergie oder er befindet sich gerade in einer Lebenssituation, was ihn kränkt und er braucht eine Lösung, er braucht Heilung. Auf jeden Fall, er sucht einen Kraftort oder ihn beschäftigt auch etwas, was gerade ihn innerlich stärkt. Und wie geht es weiter? Die Zahl 10 hier verspricht einen Neuanfang. Und das heißt, es kommt eine Annäherung. Vielleicht braucht zwischen euch beide in dieser Liebe auch die Heilung. Oder tut gut rausgehen in die Natur. Aber zurück zu dieser Karte, beschreibt auch die Münzen. Also für ihn ist auch wichtig die finanzielle Sicherheit oder hat gerade einen Neuanfang auch in die Arbeit. Was diese Karte noch symbolisiert, die Wertschätzung. Du bist für ihn wertvoll, deswegen sucht wieder die Nähe und es kommt zum einem Neuanfang. Er bekommt seine Stärke und beherrscht seinen Gedanken, beherrscht seinen Gefühlen, beherrscht die Situation und das bringt euch auch Erfolg. Wichtig ist das Glauben. Er glaubt an dir, er glaubt an diese Liebe. Er glaubt auch an sich selbst und du sollst auch an diese Liebe glauben, was hier diese Karte zeigt in deinen Gedanken. Dieser Magier vermittelt dir, zwischen euch beide ist die Anziehungskraft da, eine magische Anziehungskraft. Außerdem, wenn wir betrachten die Energiefeld, eure Ausstrahlung, ihr seid in die gleichen Wellenlänge. Wieder die Zahl 10,
bedeutet ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt. Und hier kommt ein Besuch. Er kehrt wieder zurück. Du musst es nur vorstellen, daran glauben und dann wird es Realität. Und jetzt kommt eine Überraschung. Die witzigen alten Damen Fifi und Ali, sie vermitteln auch etwas. Hier sehen wir diese beiden alten Damen und sie trinken gemeinsam Wein. Und das Herz spricht für Liebe. Also das ist die Botschaft, dass ihr bald begegnet. Vielleicht trinkt ihr ein Gläschen Wein und ihr spürt auch die Liebe. Das ist auch diese Anziehungskraft. Dann kommt auch die Fröhlichkeit, was Fifi und Ali noch dazu sagt. Und etwas in Bewegung. Aber ihn muss ein bisschen schieben, damit alles vorangeht. Und wichtig ist diese Fröhlichkeit und Lachen. Er ist bald wieder da. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.